Die Welle geht hier oben übers Dach quasi drüber. Und jetzt sind wir auch gleich komplett angebunden. Das heißt, hier ist dann auch wieder Saft drauf. Und wir können wieder auf unsere Energiespeicher zurückgreifen. Und zwar jetzt eigentlich, ne? Jo, Welle ist da. Gut. So. Haben wir das jetzt hier? Nee, hier fehlt noch einer. Aber hier können wir schon mal sprengen. Hier auch. Oh nein, jetzt ist der einzige, der nicht ist. Oh Mann. Die sind hier noch ordentlich dran. So. Hier ist auch gleich fertig. Da fehlt nicht mehr die Wucht. Das sind Peanuts, was hier noch offen ist. Die sind halt momentan mit dem Sprengstoffverlegen noch ein bisschen überlastet, ne? Also wir haben jetzt noch 3,7 Tage Dürre. Und hier wird gerade noch massiv Sprengstoff geliefert. Das merkst du halt schon sehr. Wenn die das nicht mehr machen müssen nebenbei, dann kümmern sie sich eigentlich nur noch um diesen Ausbau. Und das geht dann rasend schnell. Ich meine, die kümmern sich ja jetzt schon drum. Gerade auch im Innenausbau hier. Das geht dann, wie gesagt, viel, viel schneller, sobald das einmal fertig ist. Es wird aber jetzt schon eh erstmal noch nach der Dürre ein bisschen dauern, bis dieser ganze Bereich geflutet ist. Also gerade bis der auf diesem Stand hier oben ist, dauert es nochmal eine ganze Ecke. Bis der auf 2,5er Höhe hochgestaut hier oben ist, wird sowieso ewig dauern. Das kann sein, dass wir das in einer Ruhephase zwischen den Dürren gar nicht schaffen, sondern dass das mehrere Phasen zwischen den Dürren braucht, um sich dann mal wirklich zu fluten. Das werden wir sehen. Weil das ist eine relativ große Menge Wasser, was da reinpasst. Das sind so richtig große Tanks. Und die werden wir dann mal gucken. Was ich sehe, ist allerdings, dass die Mangroven noch nicht im Trockenen stehen. Das bedeutet, unser Wasserkonzept hier hat uns zumindest eine Zeit lang geholfen. Ich drehe es jetzt mal wieder alles auf Standby. Weil wir kriegen ja in 3 Tagen frisches, kühles Wasser ins System und deswegen geht alles jetzt mal auf On hier. Also das gesamte System geht jetzt auf Durchlauf, damit, wenn dann Wasser kommt, erstmal schön durchgespült wird. Doch viel Zeit und Ressourcen gespart, die nur 3 Block hoch zu planen. Ja, außer du willst hier drauf auch nochmal an der Seite zum Beispiel eine Pumpenreihe hinstellen, die eine 6er Tiefe braucht. Dann wiederum ist es sehr interessant, wenn du dann sehr viel Platz hier drin hast. Auch da kannst du theoretisch mit gestaffelten Pumpen arbeiten, als Notpumpen, wenn es mal schlecht läuft. Außerdem schaut ein imposanter Bau natürlich riesengroß aus, ne? Also es muss natürlich auch ordentlich Kapazität haben. Aber du hast recht, theoretisch wäre es natürlich einfach auch hätte es getan. Tatsächlich, sicher. Wir hätten auch hier unten einfach eine 3er Höhe bauen können. Hier zwei, Rest bauen wir zu und dann lassen wir das hier durchflubbern und lassen das hier reinlaufen. Das hätte auch funktioniert. Nur noch 9000 Wasser, ja, Phil, ich weiß, 8,8 steht die Uhr.
Ja. Und das dauert ja auch nochmal eine ganze Weile, bis das Wasser dann hier im System erstmal durchläuft. Also wir sind jetzt auch auf Nullstand gerade. Aktuell wird keine aktive Wasserpumpe mehr betrieben. Zumindest die nächsten 2 Tage. Es ist noch nicht so, dass ich den Notstand ausrufen würde hier hinten. Aber es ist schon sehr bedrohlich wenig. Vor allem bis die, also ich meine, bis die Pumpen laufen, das wird relativ flott gehen, weil das Gesamtsystem nicht so arg unter Druck steht. Aber bis da hier Wasser drin ist, das kann nochmal eine ganze Ecke dauern. Müssen wir im Blick haben. So, wie schaut es jetzt hier aus? Sind wir hier ready to go? Immer noch nicht. Mach das mal bitte. Das, da sind wir schon ready. Hier sind wir auch schon ready. Mit jeder Sprengung, die wir hier machen, erhöht sich die Gesamtkapazität unserer gesamten Anlage, die wir hier betreiben. Also jede einzelne Sprengung erhöht den verfügbaren Wasserstand, den wir haben. Und bringt uns natürlich nachhaltig immer weiter dazu, dass wir keinen Stress mehr haben werden. Oder weniger Stress. Weil wir einfach insgesamt mehr Wasser halten können. Und dann müssen wir hier uns keinen Kopf mehr machen, ob diese Doppelschleuse Wasser rauslässt oder nicht. Sondern wir können in den System einfach so viel mehr Wasser auffüllen, als wir es bisher halt konnten. Und das ist nochmal eine verdammt gute Nummer, ne? Jeder Schluck ist wichtig. Außer die hier in diesem Töpfchen da drin, da, die sind völlig für den Eimer. Genau. So, völlig für den Eimer ist unser Stichwort. Ja, wir lassen es mal weiterlaufen. Wie schaut es hier drinnen aus? Ja, hier wird schon langsam, hier sind sie auch am Auffüllen. Da kommen die hin, da kommen sie noch nicht hin. Hä? Kann ich denn da keinen Sprengstoff drauflegen? Muss das jetzt weg, oder was? Ey, Marcel! Punkt. Punkt! Dankeschön für den Punkt im 2. Monat! Vielen Dank für deinen Resub. Ganz lieben Dank dir. War das bereits? Das war 27 Tage. Die 30 Tage hatten wir vorher schon. Das hat vorher schon wehgetan. Aber es war unangenehm. So. Und dafür gerne für Marcel nochmal ein Ausruf und sagen, Hype, meine Lieben. Ja. Lass mal ein paar Herzen sprudeln. Der Chat muss vibrieren vor Liebe. Das ist wichtig. Vibrieren! So, hier sind wir durch. Das passt. Rückstau von dem System fängt jetzt an. In 1,1 Tage. Das schauen wir uns dann später nochmal genauer an. Für mich relevant ist jetzt hauptsächlich, dass wir unseren Wasserbedarf in die Reihe bekommen. Es kann auch sein, dass wir tatsächlich mehr Wasserpumpen hier noch zubauen müssen, um gegen unseren Verbrauch anzukämpfen. Ich weiß, wir haben langsam aufgestockt, das kann aber an den Entfernungen gelegen haben. Jetzt ist natürlich hier viel, viel mehr Platz. Das kann schneller aufgefüllt werden, weil die Wege kürzer sind. Wir werden sehen. Ich bin da optimistisch, aber vorsichtig. Mehr Wasser? Oh. Ein Block Erde sind doch 10 Wasser, oder? Waren das 10 oder 100? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Bei der Menge ist es auf jeden Fall ordentlich. Also, egal wie groß der Speichersee, kann schon was. Der ist nicht so tief aktuell wie frühere Seen, die wir in der Vergangenheit gebaut haben. Der kann aber schon was. Jetzt in 0,5 Tage wissen wir allerdings, ob er wirklich was kann. Und dann werden wir sehen, was da hier an Spice fließt, meine Lieben. Ich sag's immer, für den Biber, für Arrakis. Hm.
Zu doof zum Trinken. So. Oh. Auch Wasser für diesen Zwerg, sage ich euch. Göttlich. So. Okay. Ja, ja, ich weiß, dass wir hier vorne sprengen können, das weiß ich. Ah ja, hier sind wir auch ready. Gut. Wie weit ist das? Dürre ist beendet offiziell. Hier sind wir auch ready. Okay, lass uns gucken. Wasser ist am Sprudeln. Es sprudelt. Oh, da kommt das gute Wasser. 7200 hatten wir noch im System. Das ist natürlich sau wenig. 7,2 ist viel zu wenig für uns. Wenn man überlegt, wir haben einen Speicher für 23k. Das dauert natürlich jetzt allein schon, um hier vorne unsere Notfallentwässerung ein bisschen ansteigen zu lassen. Es ist natürlich ein kleiner Speicher, den wir hier haben. Aber das dauert eine Sekunde und danach geht die Kaskade los. Das ganze System aufzufüllen, meine Lieben, wird allerdings eine ganze Weile nochmal trotzdem dauern. Aber das ist nicht schlimm. Ich hoffe, dass die nächste Dürre nicht sofort nachkommt. Das wäre jetzt eine, also wenn jetzt noch eine hinterher käme, hätten wir ein dickes, dickes Problem. Ich bleibe jetzt mal hier vorne gerade. Ich versuche dem Fluss des Wassers erstmal ein bisschen zu folgen. Weil der erste Tag ist nämlich schon rum, seit die Dürre beendet worden ist. Mehr oder weniger. Es geht jetzt in die Nacht rein und dann ist schon der nächste Tag. Und ihr seht schon, das Wasser ist nämlich noch nicht da. Das fließt jetzt gleich erst weiter. Noch ein bisschen. Fehlt noch ein Schlückchen gerade. Jetzt kommt's. Ich meine, die Zwischenräume sind winzig, ne? Das geht schnell. Genau, und hier müssen unsere Biberbauern nochmal neue Maniok setzen, weil die hat's erwischt. So, hier kommt das Wasser aber schon mit Druck nach, tatsächlich. Das funktioniert. Das heißt, jetzt kommt schon Wasser in das Zwischensystem rein. Und das Zwischensystem zweigt ja auch dann schon direkt in unseren ersten Tankspeichersee ab. Aber das klappt dann schon. Gut. Nahrung schaut gut aus. Das machen die Maisrationen halt ewig. So, kommt Wasser hier schon durch? Ja, sprudelt schon gut rein. Dauert dann ein bisschen bis hier noch. Wie gesagt, wir haben immer so ein bisschen so einen Zeitversatz, bis das dann wirklich hier im System landet, ne? Ich meine, das dauert allein schon, bis dieses System hier hinten komplett aufgefüllt ist. Das sieht man hier. Erst wenn das wirklich voll ist, also dieser Zwischensee hier, wenn der gefüllt ist, dann haben wir erst richtig Druck auf unsere Hauptleitung, weil dann geht das in das ganze Wasser, sobald hier voll ist, läuft das ja hier quasi mehr ab. Je voller das hinten ist, desto mehr Druck haben wir vorne drauf. Ist ein bisschen, klingt ein bisschen doof, aber es funktioniert so. Genau. Wir haben jetzt schon Wasser, das kommt. Das dauert natürlich, bis es diese ganzen Zwischenebenen füllt. Die brauchen wir jetzt künftig dann auch bald nicht mehr.
Also wenn, wir sprengen ja hier nur noch die letzten Reste raus. Aber, können wir im Übrigen machen. Und, sobald das dann tatsächlich fertig ist, haben wir, hier einen einzigen Wasserspeicher, der direkt auf die Pumpen läuft. Der soll auch hier vorzugsweise wie eine Schnecke rumgehen und das ist nur so eine Art Überdruckventil, ja, das direkt Einspritzung ins System, wenn man so möchte. Aber das ist wichtig, dass der hier rumläuft, weil dann versorgt er als allererstes die Felder am Rand. Ja, wie gesagt, hier ist auch gleich voll. Man sieht das Wasser hier an der Treppe schön aufsteigen. Wie schnell das dann am Ende doch geht. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz. Hier hinten flutet sich schon der See. Die Frage ist, funktioniert das so? Er hat noch ein bisschen Höhe auf jeden Fall zu gewinnen. Das ist okay. Aber es scheint ganz gut zu laufen hier an der Stelle. Weil das geht langsam, aber stetig. Mal schauen. So, jetzt kommt Wasser hier in den Vortank. Der wird ja, wie gesagt, hier noch bald vereinheitlicht werden. Ich mache jetzt noch den Bereich hier vorne fertig und danach geht das schon, wird das schon viel einfacher werden. Die Pumpen hier laufen schon, weil das Wasser von der Seite schon reinströmt. Jetzt kommt es auch noch von der anderen Seite nach, weil hier zu viel Wasser drauf ist und fließt hier rein. Das heißt, dieser Speicher wird sich sehr, sehr schnell füllen, weil beide Pumpen drauf laufen. Also beide Öffnungen sind rein. Man sieht schön, wie sich das relativ schnell füllt und danach geht es in den Hauptspeicher. 5900 sagt unsere Pumpensystem jetzt, müsste sich aber relativ schnell wieder etwas erholen, weil jetzt die ganzen Pumpen hier laufen. Alle Wasserpumpen sind immer durchgehend an. Wir machen die nie aus, Morpheus. Wie gesagt, hier strömt das Wasser rein, das sieht man dann auf der Seite immer ganz schön. Da ist schon Bewegung drauf, ne? Und gleich eben auch hier noch. Und wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, ist hier drüben, sammelt sich das Wasser auch immer weiter. Und das kann auch so sein. Das läuft jetzt zumindest nicht mehr ab. Wir speichern das komplett. Es könnte auch, selbst wenn es wollte, nicht mehr ablaufen. In jedem Fall würde es zu uns rüberlaufen. Gut, dann läuft das hier auch schon. Ja. Richard, nur die Notpumpen sind aus. Alle anderen Pumpen sind an. Ich sehe keine Pumpe, die nicht läuft. Im Übrigen laufen die jetzt hier hinten auch wieder. Das heißt, Wasser müsste jetzt rückgestaut werden und rückgespeichert werden. Es kommt jetzt, sobald das hier so viel Druck aufgebaut hat, dass das voll ist, kommt das auch mit ordentlich Schmackes hier in diesen See gelaufen. Ne? Also wir können mal sehen, wie schnell das eigentlich gerade geht mit dem Füllstand hier in dem Speichersee. Das geht eigentlich schon relativ zügig. Wenn das natürlich jetzt, wenn wir noch ein, zwei Tage mehr Ruhe hätten, wäre es natürlich großartig. Und dann könnten wir das nochmal ein bisschen besser füllen. Aber gut, so ist es halt. Wir leben mit unserer kleinen Lage. Es werden die anderen Pumpen werden jetzt gleich anlaufen. Das wird hier gleich über die Ufer treten und dann gehen die anderen Pumpen oben mit an. Im schlimmsten Fall haben wir da noch eine Nacht dazwischen. Ja, genau, wo jetzt kein Arbeitsschluss ist für unsere Biebers. Aber dann werden die morgen früh nach der Nacht eben voll anfangen. So, okay, wir haben jetzt wieder hier theoretisch zumindest Wasser drinnen. Das kann jetzt gut die Nacht über ein bisschen aufstauen noch. Das ist eine sehr, sehr gesunde Sache für uns gerade. Je mehr da drinnen ist, desto besser ist es für uns.
So, der Speichersee hier hinten läuft immer weiter voll. Man sieht, dass hier die Bäume mittlerweile unter Wasser. Hier ist eine kleine Stufe am Ende drin. Ich bin gespannt, was passiert, wenn das hier überflutet an der Stelle. Ich hoffe, dass das dicht ist, aber wir werden sehen. Ansonsten kommen wir zum ursprünglichen Plan der Umleitung des Wassers einfach wieder zurück und dann ist gut. Aber das hat jetzt schon zumindest hier einen relativ großen Teil überflutet gehabt, also gar nicht schlecht. So. Okay. Haben wir hier schon unsere Nagarbeit? Nee, das ist okay. So, jetzt laufen hier alle Pumpen wieder an. Jetzt müsste unser Wasserbestand sich eigentlich relativ schnell wieder erholen. Bei 5,4 hängt er gerade fest. Aber 5,5. Also wir bauen gerade Wasser wieder auf. Sehr gut. Und man darf, wie gesagt, eins nicht vergessen. Hier ist eben jetzt auch einfach schlicht mehr Platz drin. Wir haben hier zwei Ebenen auf links und rechts schon weggesprengt. Also hier passt einfach jetzt mehr rein. Viel mehr sogar. Und das ist natürlich für den gerade für den Bereich, um den es eigentlich geht, nämlich die oberen drei Felder, ist das relevant. Weil in den oberen drei Feldern haben wir ja noch Blockaden, wie hier diese ganze Ecke zum Beispiel. Die haut gerade bei der ersten Ebene hier natürlich einfach nicht hin. Ja? Also gerade im unteren Bereich, wo es eh schon low ist, wird es immer weniger, weil wir einfach hier immer weniger Wasserfläche haben, sondern auch immer mehr Landzunge, die hier reingeht. Das ist natürlich schlecht. Aber das kriegen wir locker flockig hin, sage ich euch. Ja. Also wir brauchen definitiv mehr Pumpen. Ja, das ist richtig. Wir werden hier noch einen Ausbau hier an der Stelle machen, aber da hätte ich ganz gerne schlicht und ergreifend nochmal zwei Ebenen runtergesprengt. Wenn wir 13.000 erreichen, dann ist mir das erstmal fein. Wir haben eigentlich, ja, wir bräuchten ein paar mehr Pumpen, das ist richtig. Vielleicht schaffen wir die in eine Ecke eben vorher wegzusprengen, damit wir da dann nochmal, was weiß ich, 10 Pumpen mehr hinpacken können oder so. Das würde ja schon helfen. Florian, bei euch ist gerade richtig Sturm. Ich bin vorhin, oh nein, 3 Tage bis zur nächsten Dürre. Lol, XD. war ich dann nochmal kurz beim Einkaufen und habe mir so gedacht, boah, irgendwie ist es richtig dampfig gerade, so richtig unangenehm. Ne? Und es kam doch tatsächlich Regen runter. Also so Regen, es hat getröpfelt. Das war wild. Okay, wir haben jetzt 2,8 Tage, das könnte sogar noch relativ gut werden. Also wir könnten dieses Mal in die nächste Dürreperiode sogar noch relativ gut reingehen. So. Okay, der große Tank hier füllt sich natürlich jetzt auch. Der wird es natürlich auch nicht ganz voll schaffen und der wird durch die Dürre dann auch natürlich ein paar Ebenen verlieren. Natürlich nicht so viel, also es verdunstet halt viel, aber wir nehmen ja nichts. Also das ist okay dann. Ne? Das ist nicht ganz so schrecklich. Wenn du da was rauspumpst, geht das natürlich um ein Vielfaches schneller. Wir haben jetzt so ungefähr ein Drittelstand. So sind wir in die letzte Dürre reingegangen. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Mit dem Wasserstand sind wir bei der letzten Dürre reingegangen. Wir machen natürlich alles zu, damit da nichts ausläuft, weil wir brauchen jeden Tropfen Wasser, den wir kriegen können. Apropos jeden Tropfen Wasser, wie schaut's hier? Könnten wir das Ding so früh wie möglich aufmachen? So quasi, dass wir das gar nicht mehr so hoch stauen lassen, sondern wir lassen das dann direkt hier rüberlaufen. Hier ist er eh noch offen. Also hier wird das an der Seite so oder so vorbeilatschen. Aber wenn das offen ist, müsste das hier trotzdem noch drüber laufen. Also das ist okay. So. Okay, wir sind hier schon auf halb voll tatsächlich nach einem Tag. Das schaut gar nicht so schlimm aus. Okay.
schneiden das mal ein bisschen raus hier, das ganze Zeugs. So ungefähr. Ja, aber wenn wir die nach 10 Stück nach links bauen, dann hast du halt hier die oberste Ecke, die wir als nächstes wegsprengen wollen, als Tank. Das ist natürlich nichts gut. Wenn, dann macht es Sinn, das gleich schon mal vorzubereiten und quasi hier schon mal Sprengstoff auszulegen. Und zu sagen, wir sprengen schon mal bis, was weiß ich, zur Ebene hier vorne vielleicht. So ungefähr. Dann hätten wir da definitiv mehr Platz auch. Die werden gut abgeholt. Hier ist ein bisschen voll. Nee, aber es wird nicht ganz... Es läuft nicht über. Das ist... Die müssen nicht pausieren. Das ist schon sehr gut. Stefan, wunderhübschen! Die Tankfüllung sieht halt noch super mal aus. Hoddy, das ist gar nicht so schlimm. Wie gesagt, es geht jetzt hier viel, viel mehr Wasser rein, als es beim letzten Mal noch war. Und wir werden den Tank wahrscheinlich mit der Geschwindigkeit, wie er jetzt gerade gefüllt wird... werden wir ihn voll bekommen und er hat dann mehr Kapazität, als er es vorher noch hatte. Weil mit jeder Sprengung, die wir hier machen, sprengen wir ein Stück mehr raus, was natürlich dann geflutet werden kann. Geflutet! So. Mit jeder Sprengung ist hier mehr Kapazität drin und das merkst du halt einfach. Ja, hier wird jetzt jetzt ist nur noch eine einzige, also quasi die oberste Ebene ist jetzt noch die, die fehlt. Und das wird wahrscheinlich bis zur nächsten, also bis in einem Tag voll werden. So wie das jetzt gestiegen ist, pro Tag ein Block ungefähr voll. Wir brauchen halt den Zuleiter aus dem Bereich, wenn wir es wirklich mal so haben wollen. Wenn wir wirklich mal das so haben wollen... dass der voll wird, und zwar sehr schnell, in sehr kurzer Zeit, dann können wir das halt so machen. Dann leiten wir von der Seite noch zu und dann ist alles gut. Wenn das Wasser hier noch kommt, dann haben wir es geschafft. Also hier läuft der jetzt ziemlich voll. Ist noch nicht ganz voll. Ich schaue mal gerade von der Seite hier so ein bisschen. Aber der Speichersee, guck mal, wie viel Wasser da schon drin ist. Also da ist wirklich nicht wenig drin gerade in der Zeit. Der muss sich ja nur immer weiter pro Dürreperiode nach oben anstauen. Das müsste klappen. Drei freie Biber. Dann erhöhen wir mal die Produktion der Sprengstoffe. Es wird allerdings auch jetzt mehr Energie verbraucht. Das heißt, ich zünde den nächsten Motor der biberschen Motorenwerke. Das Wasser wird jetzt noch nicht kommen. Na? Das dauert noch eine ganze Weile. So, hier sind wir. Halb voll im letzten Block. Das ist noch okay. 0,3 Tage. Machen wir bei 0,1 die Schotten dicht, ne? Wir müssen das System leider trennen. Das sollte in Zukunft nicht mehr das Thema werden, hoffe ich. Wenn wir mit unserem Ausbau fertig sind, dann reicht mir 0,75er Höhe. Okay, ich stau zurück. Kann es leicht ein bisschen überfluten, aber das ist nicht schlimm. So, wir geben gar kein Wasser mehr her. Alles Wasser, was aktuell pro einer, also pro Feuchtigkeitsperiode hier reinkommt, ja, ist sozusagen bei uns im Speicher gefangen und kommt, wir verschwenden hier gar kein Wasser mehr. So. Also. Wasser ist bei uns tatsächlich in alles zurückgehalten. Wir geben gar nichts mehr her. Der Tank füllt sich auch. Wie lange haben wir? Oh, 28 Tage. Ja, okay. Das ist aber noch sehr gut gelaufen hier. Also das klappt jetzt schon. Ah, es ist okay. Wir haben wie viel? 156 Sprengstoff.
Ist doch ein wunderschöner Stand. Ist ziemlich auf Kante hier, ne?